Schmoing. Schmoing. Ja. Übrigens habe ich normale Nierenfunktion. Das ist auch schon mal ganz schön, sehe ich gerade. Na gut. Ja. Ach, Wallo, Wallo, Wallo. Ich wünschte, wir wären nicht so fett und hässlich. Sprich nur für dich. Ja, der hübscheste bist jetzt auch nicht. Ja, aber auch nicht der hässlichste der Welt. Nee, das stimmt. Da gibt es hässlichere. Na? Das muss ich, kann ich so bestätigen. Ich habe schon hässlichere Menschen gesehen als dich. Ja, deswegen. Wenn ich dünn wäre, wäre auch unfair gegenüber den anderen. So, das ist... Hast du die Nachricht eigentlich in der Discord-Gruppe gesehen, wo ich dir gesagt habe, ich frage dich nur aus reiner Höflichkeit, weil ich die Antwort schon kenne? Ich habe es vorhin kurz überflogen. Ja. Und da war schon wieder, ne, anstatt dass es einfach nur das eine ist, ne, schön bei dir zu Hause. Nein, das geht natürlich nicht. Nee, es soll nicht bei mir zu Hause sein, weil ich, damit bis dahin wohne ich da schon gar nicht mehr. Aber es geht einfach nur, es soll ja nur auf den Dom gehen. Zuerst hieß es, es soll Mario Party gespielt werden. Nee, das ist ja die Gruppe gewesen. Nee, was für Mario Party? Nein. Wenn du mal guckst, meine Nachricht war, hey, wollen wir uns mal auf den Dom treffen mit allem Mann. Das war meine Frage. Und dann habe ich gesagt, doch, das war meine erste Frage. Leute, passt auf. Jetzt guck nach. Guck nach. Erstmal heißt die Gruppe Mario Party Mittwoch 20 Uhr. Ja, das so, ist ja das Mal. Da habe ich schon mal erstmal. Wo geht das denn hier los? 8.12. gestern. Also, mega. Nee, es geht ja hier los. Warte. Nee, das ist ja was anderes. Das ist ja Mario Party spielen. Hast du doch mitgemacht. Das ist doch die Gruppe. Das ist doch da, wo wir gespielt haben schon, Wollo. Weil dich umgemacht. Hier, 10.11., 10.11., 10.11., 2023, 19.14 Uhr. Ja, sobald ich umgezogen bin, machen wir nochmal Party in meiner neuen Wohnung. So, das habe ich, ja, da habe ich mir gedacht, da habe ich mir gedacht, okay, da bin ich dabei. Und dann ja, kam jetzt gedacht. was. Und ja, da komme ich natürlich nicht. Ich kann ja nicht über den Dom laufen. Das deswegen, ist, ich habe einfach, wenn du nicht ausgeschlossen fühlst, habe ich dich wenigstens einfach mit vermengt. Deswegen habe ich das so geschrieben. Ja, es ist beides voneinander getrennte Veranstaltungen, Wollo. Alles gut. Es ist beides voneinander getrennte Veranstaltungen. Achso, und ich dachte halt, das eine ersetzt das jetzt wieder. Nein, direkt. Das ist quasi dann, einmal. Ich will jetzt, mal, solange der Dom noch ist, noch einmal rübergehen und ich noch in Hamburg rumpimme, weil ich werde wahrscheinlich dann nach Friedrichstadt ziehen, so wie es aussieht, naja, aktuell. Und dann bist du nur noch alle 3 Wochen in Hamburg. Ach, Mann, ey. Nervig. Ne, kommst du gar nicht mehr auf den Dom. So ein Scheiß. Und das Ding ist. Weißt du, wo ich hinziehe? Habe ich dir schon gesagt, wo ich hinziehe? Friedrichstadt. Ja, aber wo genau hin? Naja, also letzter Stand war das Haus deiner Eltern. Genau. Bin ich wieder da, wo das Gartenhaus ist? Ja. Ich könnte wieder ins Gartenhaus gehen. Habe ich wieder ein Gimmick immerhin, ne? Ja, ist das nötig? Das Gimmick? Nee, ganz ehrlich gesagt, ist mir das auch so doof, immer rausrennen. Und dann musst du beim Kacken, wenn du mal... Weißt du? Nee, das ist echt scheiße. Du musst immer rüberrennen, wenn es regnet und so, egal. Er klemmt die Tür, irgendwie kommt nicht mehr rein in die Wohnung und so ein Scheiß. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Aber ich hab mir schon eine Wishlist gemacht aktuell. Ich bin ein arroganter Wichser. Leute, ihr könnt gerne mehr unterstützen, wenn ihr mir bei Umzug helfen wollt. Ich habe eine Amazon-Wishlist mir gemacht. Für den Umzug. Lese ich sie jetzt vor. Ja, mach mal ruhig. Von und zwar wünsche ich mir einen Waschtrockner. Alter, geil. Überhaupt nicht übertrieben. Ich wünsche mir einen Waschtrockner. Dann wünsche ich mir einen. Was soll der kosten, der Waschtrockner? 529. 529! Man kann auch keinen billigen Waschtrockner, das ist gleich direkt einer von Miele oder was? Nee, das ist von Midea, das ist ein billiger. Das ist von. Ist ein billiger. Also ich würde sagen, meine Waschmaschine war nicht so teuer. Ja, es ist ja eine Waschmaschine und Trockner gleichzeitig. Deswegen ein Waschtrockner. Das ist ja zusammen. Das ist ja eine Mischung. Ah, okay. Deswegen ist es so teuer. Denn einen verstellbaren Sessel mit Heizung und Massage und Relax-Sessel mit Liegefunktion, Vibrationen, Fernseher, Liegesessel, hellgrau mit Stoff. Denn Esszimmer-Tischstühle, 6 Stück. Besteckset für 8 Personen. Geschirr für 8 Personen in Schwarz. Für 8 Personen ist halt auch so endübertrieben, ne? Aber wenn ich den Besuch da habe, oder sind es auch manchmal 8 Personen? Ja, ist das halt das so. Problem deiner Zuschauer? Weiß ich nicht. Ja, aber dann kann ich. Wieso? Muss ja nicht Zuschauer sein. Es ist einfach nur so, ich hab's ja da reingemacht. Ich werde es mir so oder so kaufen. Wer sollte also sonst kaufen? Also, wenn. Nee, so meine Eltern und dann auch. Gucken die auch in deine Wishlist? Ja, und dann. Ja, das ist quasi immer das, damit die wissen, ah, das kaufen die mir zu Weihnachten. Oder zum Geburtstag oder so. Okay. Dann Handtücher. Ein Philips Ambient Light TV, 4K, 75 Zoll. Wie teuer ist der? 1.399. Oh, der ist aber billig. Ja, ist echt voll okay eigentlich. Ja. Den finde ich jetzt also, wirklich schweinebillig, muss ich sagen. Ja.
Und einen Saugroboter mit Wischstation, der sich 30 Tage lang selbst reinigt. Mit Alexa und App-Steuerung. Geil. Das muss ja mir so ein bisschen. Bist ja auch keine andere da. Eine Alexa-Steuerung muss schon mindestens drin sein, ne? Das sagst du, Alexa, schick Staubi los, was? Staubi! Ja, nee, aber keine Ahnung. Also das sind so Sachen, die ich mir nicht am Anfang holen kann. Ich werde den Esstisch behalten. Mein altes Sofa, das ist ja auch ein Schlafsofa. Ich brauche ein Bett, brauche ich auch noch wieder ein neues. Also ein eigenes halt. Mhm. Irgendwie. Sind halt auch so kleine. Und mein Fernseher hier, das ist halt, ich glaube, der ist 50 Zoll oder so. Das ist ja also quasi ein kleiner Monitor, ne? Und der hat beim Umzug hierher in die Wohnung, hat er damals einen kleinen Ditcher gekriegt. Auf dem Bildschirm, weißt du? Auch das noch. Und dann soll der halt ins Schlafzimmer eigentlich reingebauen, weil der halt ist so klein und das Wohnzimmer ist so groß und so, weißt du? Man will ja auch nicht dich anstrengen beim Gucken. Man will ja auch mal vernünftig was sehen. Ja. Du weißt es doch selber. Kleine Fernseher sind Schwanz. Ja, aber ich habe 65 Zoll. Hm? Dein ist doch 65 Zoll? Ja. Du hast nochmal 10 Zoll mehr, weißt du, das ist riesengroß mehr. Das ist riesig. 75 Zoll ist saugroß, Bruder. Ja, soll ja auch. Ich habe eine riesige Wand. Ja. Soll ja auch riesig sein. Geh mal ran, vielleicht. Warte mal, wenn du vielleicht den. Achso, das ist nur das eine. Ich will das haben. Ja, das weiß ich, aber wenn du jetzt den Samen nimmst, dann kommt vielleicht unter was, dass du da raufgehen kannst. Das bezweifle ich. Die hatten schon eine klare Idee, weil. Was sie da machen sollen. Na gut. Naja gut, Wollo verkackt wieder. Wollo kann einfach keine Videos spielen. Und deswegen spiele ich nicht 100%. Aber so macht es am meisten Spaß. Für dich, aber für mich halt nicht. Das macht für jeden Menschen so am meisten Spaß. Nee, kannst du gar nicht bestimmen. Was bist du für... Ich bestimme das. Achso, dann ist okay, tschüss. So ist das Spiel halt gedacht, dass man das so spielt. Und das macht Bock. Und mein linkes, rechtes Bein tut weh. Welches ist das, linke oder das rechte? Oder beide? Wieso, was hast du gemacht? Nein, nichts. Das tut aber jetzt irgendwie weh. In der Wade oben. Das irritiert mich jetzt, das stört mich. Ja, aber ansonsten, mal gucken. Ich freue mich. Jetzt sind wir aktuell dabei. Vielleicht bin ich das Auto bald los. Ich dachte, das. Okay. Warum? Es ist so, dass, wir haben natürlich überlegt, so autotechnisch und so weiter und so fort, und sie würde gerne das Auto behalten. Aber wir warten halt auf BMW noch, dass sie antworten, ob die das jetzt übernehmen oder nicht, weil wir haben hingeschrieben, das geht, alles klar, also würde gehen, aber muss jetzt halt gucken, ob sie als neuer Vertragspartner angenommen werden kann. Also. Und dann würde sie quasi das Auto entgegennehmen, und wenn sie den Vertrag bekommt, dann behält sie das Auto hier, dann kaufe ich mir was anderes, was kleineres oder was, ich habe mir schon überlegt, was ich mir hole vielleicht sogar. Und dann, für mich ist es halt besser, weil ich brauche ja auch was zum Ziehen, weil ich jetzt ja auch einen Kreppwagen habe. Was wäre denn jetzt, wenn sie es nicht bekommt? Dann behalte ich ihn. Dann behältst du ihn. Der hat ja eine Anhängerkupplung, so ist es ja nicht. Weißt du? Ja. Also es ist halt trotzdem immer noch mit Versicherung 500 Euro im Monat das Auto, ne? Das ist viel. Das ist viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Wird natürlich alles billiger, wenn ich in Friedrichstadt wohne. Die Steuern generell für mich werden billiger. Weil ich nicht mehr in Hamburg wohne, die Versicherung des Autos wird billiger, weißt du? Aber das wird so gigantisch wird das nicht. Nee, ich zahle aktuell für mich für Steuern, Vollkasko, Versicherung plus sie, dass er dann auch wieder weg ist. Und sie ist unter 25 und Fahranfängerin, ne? Ja. Das ist natürlich schon alles teuer. Naja, ja. Ja, ja. Kann ich aktuell nicht einschätzen. Ne? Ich habe nur eine neue Abrechnung bekommen. Und da stand drin, ne, das ist, obwohl ich weniger Prozente jetzt zahle, ja. Ist trotzdem teurer geworden. Ja, willkommen in der Welt. Das ist ein Skandal, ne? Ist schlimm. Ist ein Skandal. Ja, wir haben ja auch jetzt, ich wollte gerade sagen, was los? Was? Oh. Mein Bein, Digga, es ist richtig, es sticht so, weißt du? Als wenn da oben so was reinsticht. Ah, das kenne ich ab und zu. Das ist einfach nur ein Krampf. Da musst du ein bisschen Magnesiumtabletten nehmen. Ich nehme jeden Tag Magnesiumtabletten seit, weiß ich nicht, über einen Monat. Oh, und? Du siehst ja, jetzt habe ich einen Krampf im Bein. Ne? Warte. Ja, aber ist es generell besser, oder nicht? Es ist generell besser, ja. Würde ich schon sagen. Aber das macht mir jetzt schon wieder Angst, ne? Das von wegen Thrombose. Ich habe immer. Das habe ich ja.
Bin ja immer Thromboseangst, ne? Aber das Stechen habe ich auch immer zu, aber Lord, das ist ganz normal. Das ist einfach nur die Haut, das wird auch zu trocken oder so. Wann hast du das letzte Mal gebadet, geduscht? Gestern Abend? Ja, dann hast du wahrscheinlich nicht eingecremt danach, ne? Und es ist sehr kalt draußen. Ich creme nie ein. Siehst du, und dann ist das sehr trocken und oder dann sticht das irgendwann mal. Ich bin männlich sozialisiert. Ich denk, was hat das damit zu tun, dass du kannst auch aus dem Körper eintreten? Das hat doch eine normale Pflege. Bruder, was denn? Junge, was bist du denn hier? Leute, der will toxisch männlich sein. Ich lach mich tot. Ich bin nicht toxisch männlich, ich bin nur männlich. Nee, männlich weiß ich nicht. Das bin ich mir noch nicht sicher. Das überlege ich mir noch. Ey, der Wollo, ne? Ja, ich bin toxisch. Ja, das bist du wirklich. Ja, und stolz drauf. Toxisch und ich bin stolz. Ja. Mann. Nee, keine Ahnung. Das ist, und dadurch ist natürlich die Haut natürlich trocken, gereizt durch die Kälte auch aktuell ist draußen. Ist nicht und so. Die Haut. Das ist im Innern. In der Wade. Stich das. Das kann man sich auch so vorstellen. Der Nein, kann ich mir nicht, das stelle ich mir nicht vor. Das ist so. Ja, dann mach dich nicht verrückt, mein Süßer. Ich hasse das aber. Also ja, ich werde es wahrscheinlich überleben und wenn nicht, ist ja auch egal. Nichts nicht? Ich will nämlich genau. Ja, find's schon einen. Ne? Cornel, der hat ja keinen Partner mehr. Nee, kein Bock. Ach, das kriegt ihr schon hin zusammen. Nee. Rauft euch zusammen, das wird. Nee. Wo kommt er? Was ist ein Hass? Ich hab doch gar nicht gesagt, was ein Hass, nee. Der hier entgegen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe überhaupt keinen Hass. Ich bin so viel Hass in so wenig Mensch. Es ist ja von beiden Seiten gar kein Hass. Das ist einfach nur ein Ding, so dass man sagt. Ja, ich denke, Conor hat auch keinen Bock. Ja, das ist es halt einfach. Das ist ja einfach nur so, das ist ja nicht. Aber das, der wird das nicht so sagen im Video. Wieso sagen? Ist einfach nur so, das ist einfach für mich kein. Aber das weiß man auch bei mir. Weiß man das? Ich glaube schon. Dass manche werfen mir ja vor, ich hasse Cornel und dies und das und jenes. Und ich habe das ja auch. Mir wurde ja auch vorgeworfen, das fand ich mal ganz witzig, dass ich ja Cornel hassen würde, wegen Aussagen auf Twitter. Ja. So. Und ich habe damals für mich einfach nur gesagt, so, nee, ich habe einfach keinen Bock darauf aufzunehmen. So, ich sehe ja manche Sachen anders und ich fühle das nicht so. Aber deswegen hasse ich ja niemanden. Aber es ist für mich einfach keine Grundlage zum Aufnehmen. Aber mehr ist das ja nicht. Das ist doch kein Hass. Aber ich ja, gut, das ist, klar. Das finde ich, ist eine normale Einstellung. Die kann man so haben. Ja, das ist ja ohne, nichts, das ist, wo ich sage, ja. Nee, warum soll ich jemanden hassen? So, er ist ja nett, lieb und tut ja auch viel und ist ja auch ein korrekter Typ und so, aber für mich ist einfach keine Grundlage, wo ich sage, da habe ich Bock mit aufzunehmen. Weißt du, so fertig. Da braucht man sich auch nicht immer wieder so. Wahrscheinlich, Leute interpretieren immer so viel rein in Sachen, ne? Das ist der Wahnsinn. Wir haben mal eine Woche nicht aufgenommen, war das, glaube ich, Leute, oh, ich hier ein Follow-up Streit. Nee, die gönnen sich eine schöne Woche ohne Aufnahme. Geil. Ja, die gönnen sich mal eine Woche. Ne? Nicht morgens hier hinsetzen und aufnehmen müssen, sondern einfach mal auf dem Sofa liegen und, ja. und chillen. Was ist denn los? Es ist genau das gleiche wie mit Maeve. Nur Maeve hasst nur Wollo. Maeve hasst mich halt. Maeve hasst nur Wollo. Aber sonst ist es immer dieses Schlimme, so, keine Ahnung. Man nimmt mal mit, das ist mit mir ja auch so. Zum Beispiel, jetzt haben wir, glaube ich, nächste Woche ist erst der nächste TTT-Termin, ne? Jetzt kommt schon wieder der andere, macht ihr keinen TTT mehr, habt ihr Streit? Und ich bin denke, Bruder! Ja, das ist immer, wo ich denke, Bruder! Wir müssen auch 8 Leute finden. Ich wollte gerade sagen, es sind auch ein paar Leute, die da unter einen Hut gebracht werden müssen, so mit einem Termin. Ja. Die müssen nicht nur menschlich zusammenpassen, die müssen dann auch noch einen Termin haben. Die dafür, müssen auch ne? Zeitlich haben, ja. Ja, dann ist das Problem, dass die Leute sich das so vorstellen wie ihr Leben. So, ja. Keine Ahnung, die loggen sich morgens in Discord ein, zu den anderen 4, die auch den ganzen Tag im Discord sitzen. Und so stellen die sich unser Leben halt auch vor, ne? Wir haben da unser Discord-Call, da sind alle die ganze Zeit drin und da kann man dann ja auch mal aufnehmen. So, ich habe immer das Gefühl, so stellen die Leute sich das vor. So war das ja noch nie bei uns. Nein. Bei uns war immer so, wir hatten eine Skype-Gruppe oder jetzt halt die Discord-Gruppe oder so und dann ab und zu mal kommt dann ein, ja, also bei Morgi und so weiß man, okay, die nehmen Dienstag immer für die Buben auf, ne? So. Da kommt manchmal Dienstag so, ey, wir brauchen noch jemanden für Gartic vorne, hat jemand Bock, als Beispiel. Aber mehr machen die auch nicht. Das ist ja auch nicht so, dass die jeden Tag zusammen aufnehmen, die Buben. Sondern die haben einen Aufnahmetag, da ziehen sie dann 6, 7 Videos durch für die Woche. Und das war's. Nee, ich glaube, die chillen den ganzen Tag. Ich denke auch mal, dass Mogi gerade den anderen beim Schlafen zuguckt. Der hat Camps aufgestellt, haben die. Wahrscheinlich. Dass sie sich gegenseitig beim Schlafen zugucken können. Nee, aber ich brauchte ich nicht. Klar, wir kommen alle miteinander klar, wir sind alles Freunde, alles drum und dran, all gut. Das ist ein Ricky, ne?
Achtet ja, genau das darauf, dass ich nichts sage, Leute. Achtet bitte darauf. Schweigen sagt manchmal mehr. Also sag das bitte nochmal. Alles? Sag das nochmal? Nee, sag ich. Nochmal. Komme mit allen klar und ich habe Freunde. So sind meine Freunde. Alles gut. Okay. So, und auch Wollo kommt mit Johnny klar und mit Maeve etc. und so weiter. Ich würde gerne mit Maeve klarkommen, aber der lässt mich ja nicht, ne? Mein Gott, der hasst dich näher auf jetzt. Auf jeden Fall. Und so weiter. Also da brauchen wir auch nicht, ich verstehe auch nicht immer, was man denn da erwartet. So, keine Ahnung, wir sind in einer Gruppe, so, wir haben die TTT-Gruppe, da wird ab und zu mal reingeschrieben und was. Oder jemand, oder Mocky hat mir letztens angeschrieben wegen Multistreaming und so, weißt du? Das ist ab und zu mal, schreibt sich ab und zu mal. Oder letztens bin ich einfach bei Maeve spontan mit in Phasmo mit rein und so. Das geht. So, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir hocken den ganzen, oder man hat deswegen Streit. Ich hatte ja, ich persönlich hatte nie mit jemandem irgendwie ein Problem da, aus der Gruppe. Und es war ja immer dieses, dann waren wir wieder 2 Wochen TTT weg, dann waren wir wieder 2 Wochen da, dann waren wir 2 Jahre weg, dann war es wieder da, dann haben wir wieder was gemacht, dann wieder was nicht gemacht. Ihr müsst aufhören, da so viel rein zu interpretieren, Leute, bitte. Hört auf, rein zu interpretieren. Danke. Ich kann euch Folgendes sagen, Leute. Wir sind eigentlich so gut wie alle solche Menschen, die... Ja, ich würde sagen, wir sind alle so. Wir melden uns nicht wirklich bei anderen. Nee. Ne? Außer es ist irgendwas. So, dann meldet man sich. Aber ansonsten meldet man sich eigentlich nicht. So, also man wird nicht morgens wach und denkt sich, wie geht's Moggy gerade? Ich muss erstmal Moggy schreiben, wie geht's ihm? Das passiert nicht. Das machen Wolle und ich ja auch nicht. Und trotzdem bin ich hingegangen, habe seine Wohnung mitgeholfen und so. Weißt du, wir treffen uns auch nur zum Aufnehmen, um es ganz hart zu sagen. Ja, ja, aber... Da verbringt man dann ja auch Zeit miteinander, das reicht ja, dann ja auch. Das ist trotzdem, wir hängen ja trotzdem mal dann so 2-3 Stunden zusammen und denkt man sich, jetzt an die Fresse und verpiss dich. Ja, so. ich kann jetzt nur bitte ein, ich nehme das auf der letzte Part hier, also der letzte Part Wonder. Nein. Aber dann machen wir morgen wieder 2, dann machen wir jetzt jeden Tag 2. Ja, 2 sind okay. Bis ich Corona hab. Du kriegst kein Corona. Nee, ich bin ja vorsichtig. Es passiert auch voll oft, dass Leute kein Corona kriegen, obwohl die zusammen in der Wohnung sitzen. Ja, das ist auch ganz gut. Also das ist ja auch super. Also ich bin ja auch wirklich vorsichtig gerade. Wie gesagt, zum Beispiel den Raum hier verlassen mit Maske. Ne, gestern aber auch beim Stream die erste Stunde, weil ich ihn hier noch gereinigt hatte. Weil ich hatte das gesehen. So. Ich wollte nämlich wissen, ob du wieder zu Hause bist. Ja. Und guck ich so in deinen Stream, sitzt du da mit Maske? Und zuerst dachte ich so, hä? Aber dann, ne, habe ich gesehen, dass du gerade im RP im Krankenhaus gearbeitet hast, scheinbar. Und dann dachte ich kurz, das soll wahrscheinlich fürs RP sein, damit das so klingt, als wenn er durch eine Maske redet. Crazy, habe ich mir dann so gedacht. Nee, ich kam gerade nach Hause. Ja, ja, aber dann habe ich das auch mitbekommen. Später. Ja. Ich kam halt gerade erst nach Hause und so, dann dachte ich, okay. Ich mach mir jetzt eh gerade eine Pizza, dann machst du noch so lange, bis die Pizza fertig ist. Jetzt eine Maske noch auf. Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn du dich jetzt anstecken solltest, ne, dann wird das nichts mit der Maske zu tun haben. Dann wirst du irgendwo dran gegrabbelt haben, wo sie dran war. Und dann hast du, ne? Ich habe Desinfektionsmittel. Sobald ich den Raum verlasse und betrete, gibt's Desinfektionsmittel auf die Hände. Ja, grabbelt dir aber auch nicht ins Gesicht, ne? Nein, bloß ich habe jede Klinke, jedes Mal, wenn ich reingehe und rausgehe, sprühe ich auch nochmal ab mit Desinfektionsmittel. Okay. Also wir sind da schon sehr vor. Und Michelle fässt natürlich auch keine Klinke an, so. Also jetzt zum Beispiel das Gäste-WC fasst du nicht an, Wohnzimmer und halt meinen Raum, weißt du? Denkst du zumindest. Oder sie denkt sich, die blöde Sau. Den gönn ich jetzt. Dem gebe ich's. Der kriegt noch was. Ja, nee, ich habe ja... Natürlich Asthma ist das ja bei mir immer noch ein bisschen schlimmer dann. Ja, klar. Also das wird schon okay. Also wenn du es bis jetzt noch nicht hast, dann kriegst du es. Ich denke, ich hoffe auch nicht. Also es müsste ja eigentlich... Theoretisch müsste ich es ja dann gleichzeitig mit ihr bekommen haben. Ich bin auch immun. So wie ich. Ich habe es doch schon mal gehabt. Ja, das ist... Jetzt ist dein Körper dann danach immun. Ich bin ja aber auch, tatsächlich jemand, der immer noch weiterhin fleißig zur Impfung gegangen ist. Du bist geimpft? Immer wie noch. Oft? Wie oft bist du geimpft? Ich glaube, schon 5-mal oder 6-mal. 5 oder 6-mal? Naja, also halt diese 3 Impfungen habe ich gemacht. Ich denke immer, ne, ich habe schon mal in den letzten Tagen drüber geredet, dass ich dachte, dieses 4-mal geimpft-Ding, das wäre ein Meme und das ist keiner. Bis ich dann gehört habe, Kurt ist 4-mal geimpft, dann dachte ich mir so, okay, krass, das gibt's also doch Leute. Also ich bin mindestens... Also ich hatte ja einmal diese Dreifachimpfung, die du brauchtest damals, ne? Ja. Und dann bin ich halt, na, wann war das, 22 nochmal hin? Oh ja, und jetzt doch. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute, wollen wir gar nicht mehr rein.
Kriege hat mich so schockiert jetzt mit seinem 6-mal geimpft. Na, keine Ahnung, also es ist ja nicht so, das ist ja einfach. Was heißt schockiert? Ich wundere mich nur. So, in meiner Lebensrealität findet das gar nicht mehr statt. Also ich habe ja zweimal im Jahr. Ich habe ja zweimal im Jahr, alle halbe Jahre Lungenarzttermin. Ja. Und der sagt dann, Bruder, lass mal impfen. Nein. Ich sage dann, bei dem einen mache ich den Grippeimpfung, bei dem anderen mache ich Corona. Wieder Grippe, Corona, Grippe, Corona. So mache ich es abwechselnd. Mhm. Okay. So, fertig. Interessant. Wie macht ihr das, Leute? Seid ihr auch noch? Das soll ich eigentlich gar nicht öffnen. Ja, ihr macht das auch alle, nehme ich an. Wir haut rein. Ciao. Ciao. Moment, ciao.